Hallo zu einem neuen Video. Ja, ich habe mir mal eben ein bisschen die Sonne weggehalten. Träger habe ich gerade angemacht und ja, wir brauchen den Frontlader wieder. Der Lader von meinem Bruder ist nämlich auswärts und dann brauchen wir halt den Träger mit Frontlader natürlich wieder. Und ja, in diesem Video geht es eher ums Frontlader anbauen. Ich hatte schon mal Szenen, ich weiß nicht, ob ich die reingenommen habe oder weggelassen hatte, wo ich den abgebaut habe. Sonst mache ich dann nochmal irgendwie einen Zeittreffer von, wie ich den abbaue. Jetzt ist ja schon, eigentlich soll man den auf glatter, auf befestigter Oberfläche, ne, abstellen, aber ich denke mal, so geht das auch. Und ja, dann sind es halt nur diese vier Dinge abzumachen. Die mache ich da jetzt nicht drauf, weil die sind dreckig, ne, nicht, dass hier die Verbindungen noch dreckiger werden. Ich stelle da gleich was unter oder binde da gleich mal auch mein Tuch um, dass dann nicht noch mehr Öl raustropft. Hier habe ich mal eben die Kappen so ein bisschen drauf gesteckt. Hier habe ich verriegelt, ne? Dass da nichts rausdrückt, aus welchem Grund dann auch immer. Ne? Genau. Hier unten kann man sehen, ne? Da ist er jetzt entriegelt, ne? Dass ich da jetzt gleich so rausfahren kann. Ja, jetzt mache ich mal wieder ein paar Aufnahmen, wie ich den anbaue. Aber ich habe einen kleinen Fehler gemacht oder ich habe auf etwas nicht darauf geachtet. Und zwar habe ich die hier jetzt nicht hoch, weit genug hoch gemacht. Die gingen zwar raus aus dieser Tasche hier, aber die Tasche ist tiefer als der vordere Reifen. Also bin ich hier so ein bisschen drin lang gerubbelt. Wirklich nur ein bisschen, ist nichts passiert, Reifen nicht kaputt, da ist auch nichts passiert, ne? Und genau, soweit dazu. Und dann sage ich mal, hole ich jetzt den Träger her und ja, dann stelle ich euch hier irgendwo wieder auf. Mal sehen, am besten da, wo ihr letztes Mal auch standet. Und ja, dann könnt ihr mal sehen, wie kompliziert oder wie einfach das einfach ist. Und genau, soweit dazu. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Seht ihr das vielleicht ein bisschen besser? So, dann müssen wir das alles mal hier ankuppeln wieder. Ich fange mal hier unten an. Bei Gelb. Ja, gucken wir mal, wie das hier so funktioniert. Oder auch nicht funktioniert. Hier hoch, um einen besseren Druck aufzubauen hier.
probieren erstmal die anderen hier. Die, die rein wollen. Dann gucken wir mal, was nicht rein will. Der geht. Nehmen wir mal blau. Weil ich glaube, gelb ist wieder voll unter Druck, obwohl ich auch Druck abgelassen habe, aber naja. Das geht auch. Haben wir nochmal hier irgendwie Druck gelassen, glaube ich. So, der ist schon mal drin. Gucken wir mal, gelb auch rein will jetzt. Oh. Oh, siehst du, geht auch. So, haben wir das auch wieder drin. Und dann steige ich auch mal wieder nach draußen, ein bisschen weiter weg. Und dann gucken wir mal, ob das von ja, so angekoppelt geht. Aber am besten ist, wenn ich euch hier hinstelle. Da habe ich auch, ja, kann ich besser hantieren.
Und jetzt ist er schon wieder dran. Ist so ein bisschen frimmelig, aber im Großen und Ganzen geht das auch ganz schnell. So, jetzt schalte ich die hier nochmal ein und dann mal sehen. Ja, eigentlich sollte es ja in diesem Video noch hier drum gehen. Und ja, voller da an, ab und anbauen. So ist das. So einfach. Ist kein Hexenwerk und mit dem Schnellkuppler hier vorne wäre das natürlich noch schneller. Ja, noch einfacher, aber ansonsten ist es nicht mehr so wie früher alles, ne, mit einzelnen Tier, die den Zylinder wieder rein und nach oben und halt sonst so Standard wie die heutzutage die Väter das auch haben. Ne. Also, bis denn!